Geschlagene 18 Jahre ist es nun her, seit 2006 mit Dawn of Mana der letzte Hauptteil der japanischen Action-Rollenspielreihe erschien. Und dieses letzte Spiel kam bei den Fans gar nicht mal so gut an. Mit dem brandneuen Visions of Mana will Publisher Square Enix nun aber an alte Qualitäten anknüpfen. Ob das Vorhaben gelingt und Veteranen wie Neueinsteigern ein ebenso spannendes wie knuddelig hübsches Action-Rollenspiel im Stil der SNES-Teile bevorsteht, schauen wir uns hier im Video zu unserer vor Release erhaltenen Testversion an. Visions of Mana versetzt euch in die bonbonbunte Fantasy-Welt Kidil. Hier pilgern alle 4 Jahre 8 sogenannte Geweihte aus den unterschiedlichen Dörfern zum großen Mana-Baum, um dort ihre Seele als Opfer für die große Göttin darzubringen, die den magischen Mana-Strom und die Welt dadurch am Leben erhält. Das Spiel steckt euch in die Rolle des jungen Schwertkämpfers Val, der im Feuerdorf zum Seelenwächter ernannt wird, um die Geweihten auf ihrer Reise zu beschützen. Unter ihnen ist auch seine heimliche Liebe Hinna. Die beiden marschieren los und sollen auf dem Weg die 7 übrigen Geweihten einsammeln. Jeder von ihnen verkörpert basierend auf dem zugehörigen Heimatdorf ein heiliges Element. Feuer, Wind, Wasser, Mond, Erde, Licht, Dunkelheit und Holz. Diese zusätzlichen Figuren unterstützen euch im Abenteuer als Kampfgefährten. Ihr könnt im Menü 2 als aktive Partymitglieder auswählen, diese Konfiguration aber jederzeit wieder ändern. Ganz wie ihr die speziellen Talente der Freunde gerade gebrauchen könnt. Damit nicht genug, genügt im aktiven Spiel ein Tastendruck, um zwischen den 3 Partymitgliedern, unter denen nicht zwangsläufig Wahl sein muss, als Spielfigur hin und her zu wechseln. Ihr könnt euch also einen Favoriten rauspicken, der zu eurem Spielstil passt. Der Weg führt euch durch mehrere offene Gebiete, die sich über die Kontinente Kidils erstrecken. Hier könnt ihr nach versteckten Schatzkisten suchen, Gegner bekämpfen, um Erfahrungspunkte zu sammeln und aufzuleveln, oder Nebenaufgaben für die Bewohner der Ortschaften erledigen, die meist darin bestehen, Objekte zu suchen, eine bestimmte Anzahl Monster zu erledigen oder in der Pampa herumstehende NPCs anzusprechen. Außerdem gibt's als Nebenbeschäftigungen diese sogenannten Geisterweiler, in denen ihr unter Zeitdruck Gegner erledigt, um Preise einzusacken. Das Ganze steuert sich sehr Jump'n'Run-orientiert, beinahe wie ein Zelda-Spiel. Ihr könnt die Waffe schwingen, rennen, hüpfen, Doppelsprünge machen und zusätzlich einen Dash ausführen, der zwar primär zum Ausweichen gedacht ist, euch aber auch in der Luft ein Stück nach vorne bringt. Das ist besonders nützlich, wenn ihr Sammelobjekte wie diese Bärenhonigtropfen einsammeln wollt. Bärenhonig tauscht ihr in Städten und Dörfern beim in Babysprech brabbelnden Honigbären gegen Items ein. Abseits davon gibt's aber auch normale Läden für Rüstung, Waffen und Items, in denen ihr mit normalem Geld bezahlt, das ihr in Kämpfen verdient oder unterwegs sonst wo findet. Ziemlich zu Beginn des Spiels bekommt ihr auch ein Item überreicht, das es euch ermöglicht, in den offenen Arealen ein Reittier herbeizurufen. So durchquert ihr das Gelände relativ gefahrlos, um etwa die Lage zu sondieren oder weite Entfernungen schneller zu überbrücken. Zudem sehen die riesigen Wauwaus einfach knuffig aus. Später gesellt sich auch noch eine riesige Schildkröte zu euren Fortbewegungsmitteln hinzu, sodass ihr übers Meer zwischen den Landmassen pendeln könnt. Über einen weiteren tierischen Transportdienstleister möchten wir an dieser Stelle aber nicht spoilern. Monster machen zumeist in kleinen Grüppchen die Gegend unsicher. Trefft ihr auf solche bonbonfarbenen Kulleraugentierchen, ist die erste Reaktion, sie streicheln und ordentlich durchknuddeln zu wollen. Doch das Kindchenschema trügt. Die Biester wollen euch ans Leder. Zwar könnt ihr die Gruppen auch umgehen, wenn es um die Gesundheit mal nicht so gut bestellt ist, doch betretet ihr den Kontaktkreis, wird gekämpft. Hier besteht allerdings immer noch die Chance zur Flucht, wenn ihr euer Glück am Rand der Eingrenzung versucht. Besonders im späteren Spielverlauf können die Kämpfe allerdings ganz schön unübersichtlich werden, wenn euch Blitze und andere Zaubereffekte eurer Gefährten sowie durch die Luft segelnde Gegner im Sekundentakt um die Ohren gepfeffert werden. Die etwas ungünstige Kameraführung, die euch leicht Gegner aus den Augen verlieren lässt, ist dabei auch nicht gerade eine Hilfe. Generell stellen sich die Geweihten in den Gefechten aber gar nicht so dumm an, sodass nicht alle Arbeit bei euch liegt. Das hängt allerdings auch ein wenig davon ab, welches Verhalten ihr für die KI-Kollegen einstellt. Im Menü legt ihr fest, wie aggressiv sie agieren sollen und wie viel Magie und Heil-Items sie verbrauchen dürfen. Wie es sich für ein zünftiges Action-Rollenspiel gehört, trefft ihr auch immer wieder auf dicke Bossgegner, die besonders viel einstecken können.
Hier ist die Kampfarena größer, sodass es auch bei mehreren abgefeuerten Zaubern nicht ganz so chaotisch wird. Auf diese Bossgegner trefft ihr in den Dungeons, die meist mit einem der Dörfer verbunden sind. Diese Abschnitte erfordern oft den Einsatz von Reliquien, um weiterzukommen. Das sind magische Objekte, die ihr für erlegte Bosse erhaltet. Passend zu den Geweihten gibt es sie in 8 Elementausführungen. Hier nutzen wir beispielsweise die Kraft des Windes, um Abgründe zu überbrücken. Das sind aber nicht die einzigen Kräfte, die in den Reliquien schlummern. Ihr könnt sie auf eure Partymitglieder verteilen, um ihnen Klassen zuzuordnen. Je nach Charakter und dessen Spezialisierung kommen dabei immer andere Resultate zum Vorschein und ihr könnt munter durchprobieren, welche Reliquie für euch am besten zu welcher Figur passt. Die damit verbundenen Fähigkeiten schaltet ihr im Untermenü gegen Einsatz von EP frei, die ihr unterwegs für jede Figur erlangt. Die Klassen machen sich nicht nur bei den normalen Kampfaktionen eurer Charaktere bemerkbar, sondern ihr könnt, sofern ihr die zugehörige Leiste durch Treffer oder eingesteckten Schaden aufgeladen habt, einen besonders vernichtenden Klassenangriff auslösen, der besonders bei Bossgegnern effektiv sein kann. Visions of Mana mag insgesamt zwar nicht wie ein AAA-Spiel aussehen, doch lasst euch von der auf den ersten Blick etwas mäßig anmutenden Optik nicht täuschen. Das Spiel hat einige wunderschöne Landschaften zu bieten und punktet vor allem durch seine deutlich an Zelda angelehnten Spielmechaniken und die sich immer weiter entfaltende Story, die zwar insgesamt auch eher zweckmäßig ist, aber viel Herz bietet. Das Ganze beschäftigt euch auf Schwierigkeitsstufe Normal, die ziemlich leicht ausfällt, etwa 30 Stunden lang, Nebenaufgaben nicht mit eingeschlossen. Die Charaktere bestehen zwar aus japanischen Stereotypen wie dem stoischen Kämpfer und der vorlauten Göre, besitzen aber allesamt eine eigene Persönlichkeit, die sie uns während des Tests ebenfalls ins Herz schließen ließ. In dem Zusammenhang empfiehlt sich übrigens die Option japanische Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln. ノームではなさそうだな。威圧的な気配ですね。ここまで来たら怖いもんなしや。かかってこい。餌でも見るようなやつ。ただのモグラじゃなさそうだ。みんな気をつけて。 Eine deutsche Vertonung gibt's nicht und die englische ist erstens sprachlich weniger passend und weicht zweitens teils stark von den Untertiteln ab. Alles in allem schafft es Visions of Mana hervorragend, den Charme und die Stärken der SNES-Klassiker in eine moderne 3D-Umgebung zu übertragen. Dabei fühlt sich das Ganze sogar verblüffend nach einem 2D-Spiel alter Schule an, wenn man mal auf Inszenierung und Dramaturgie achtet. Wer japanischen Action-Rollenspiel in der Machart klassischer Konsolentitel nicht abgeneigt ist, sollte mit Visions of Mana eine Menge Spaß haben. Oder schaut euch zumindest mal die Demo an. Das Spiel ist es wert. あなたが何を望んでいるのか。